Herzlich willkommen zur 5. Folge Democracy for Alpha Deutschland auf Schwer. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Ich habe geguckt, ob ich noch was für ein Experiment habe. Aber leider muss ich sagen, fürs Experiment hat es leider nicht gereicht. Ich habe keinen Uso mehr im Haus. Aber ich wollte kurz ein bisschen was über Lichtstreuung erzählen. Ich kann nämlich mit Uso erklären, warum der Himmel blau ist, ohne dass ich ihn trinke. Und zwar basiert das nämlich auf einem kleinen Experiment, was man in einem Bierglas macht. Und ich bin Gott sei Dank gut vorbereitet, weil das ist nämlich auch das ist ein Experiment von meinem kleinen Projekt Plötzlich Wissen. Das mache ich mit Inga Marie Ramke und Dr. Julia Schnetzer zusammen und wir werden demnächst anfangen, auf Twitch zu streamen. Und wir haben dafür ein kleines Experiment, was wir immer in einer Kneipe machen, wenn es Uso in Massen gibt, weil eine Kneipe hat das normalerweise, oder auch Sambuca oder so, auf jeden Fall ein anishaltiger Schnaps. Wenn man den in Wasser reingibt, dann wird das Wasser milchig, weil der Alkohol löst normalerweise die Anisöle, die in den Schnäpsen drin sind, und dann wird es milchig. Und an diesen kleinen Tröpfchen entsteht Streuung. Sowas ähnliches wie Rayleigh-Streuung. Die Rayleigh-Streuung sorgt in der Atmosphäre dafür, dass der Himmel blau ist. Die ist nämlich wellenlängenabhängig. Kürzere Wellenlängen, also blaues Licht, wird viel stärker gestreut an den Luftmolekülen, Sauerstoff und Stickstoff, als Licht längerer Wellenlänge, also grün, gelb, rot und so weiter und so fort. Und das kann man sehr schön an so einem Bierglas, wo man ein bisschen Uso reingekippt hat, sehen. Und ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Falls es in der Kneipe nämlich nicht funktioniert mit dem Experiment, haben wir das auch als Bild einlaminiert. Jetzt spiegelt sich nur leider mein Computerbildschirm darin. Versucht das mal zu machen. Hier kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Es ist nichts weiter als ein bisschen Uso in ein Bierglas gekippt und von oben mit einer Taschenlampe reingeleuchtet. Und man sieht dann, dass sich oben, hoffentlich kann man das erkennen, dass es leicht bläulich ist und nach unten wird es halt rot. Das heißt also, die Wellenlängen werden selektiert, rausgestreut. Als erstes das blaue Licht und weiter unten das Rote. Im Prinzip ist hier die Situation, warum unser Himmel blau ist, wenn die Sonne hoch steht. Und wenn die Sonne tief steht, ist sie durch viel mehr Luft durchgewandert und wir sehen dann abendrot bzw. die Sonne nur noch rot, weil die blauen Anteile rausgefiltert werden. Und warum es hier keinen grünen Bereich gibt, liegt einfach daran, dass wir ein kontinuierliches Spektrum haben und blau liegt am einen Ende und rot am anderen. Und wenn plötzlich was Grünes rausfällt, dann wird die Sonne oder so etwas erscheint plötzlich nicht grün, sondern es geht halt in diesen roten Bereich direkt drüber, weil das Spektrum ein kontinuierlicher Hubbel ist. Das kann man zu Hause ganz großartig ausprobieren, nur benutzt keine LED-Taschenlampe. Eine LED-Taschenlampe hat kein kontinuierliches Spektrum. Ihr braucht dafür eine Taschenlampe mit einer Glühbirne, sonst funktioniert das nicht. Und man muss auch echt aufpassen, wie viel Uso man reingibt. Nicht, weil man ihn sonst verschwendet, sondern weil es eine Weile dauert, bis sich dieses Neblige bildet. Und es gibt nur einen relativ engen Bereich, in dem das gut funktioniert, wo man so eine Farbauftrennung sieht. Ansonsten plötzlichwissen.de, da gibt es, ich kann das auch mal, wir haben das als QR-Code, wer den gerade mal scannen möchte. Weil ich kann auch mal schnell den Link raussuchen. Dann schmeiße ich den mal in den Chat rein. Da ist auch eine Versuchsanleitung, wie man das nachmacht. Ein schönes GIF dazu und auch ein bisschen mehr Literatur, wenn man sich da einlesen möchte. So, wir wollten nächste Runde machen, ne? Mhm. Weil wir die Steuern eingeführt haben. Ich vergesse eure Physik nicht, für die ihr ausgegeben habt. Die ist hier in meiner Warteliste. Wir wollen noch ein bisschen weiter mit der Politik machen. Also, Steuern sind eingeführt. Nächste Runde. Oh, okay. Um Gottes Willen, was hier passiert? Krass. Es ist plötzlich krass nach oben gestellt. Okay. Spannend. Puh. Okay, dann Situation imminent. Multinational Tax Evasion. Ist knapp davor. Und wir haben ein Dilemma.
Housing Expansion. Also, das ist das Dilemma, wo es darum geht, ob wir erlauben, dass in den Grüngürtel um Städte hinein Neubauten geschaffen werden. Also, dass wir das Gesetz lockern, dass auch im Grüngürtel neue Gebäude entstehen können, oder dass wir die Restriktionen aufrechterhalten, dass dieser Gürtel frei bleiben muss von neuen Bauprojekten. Das ist eine schwierige Frage. Also für mich ist sie eigentlich gar nicht so schwierig. Okay. Das hat aber vielleicht auch gerade irgendwie was damit zu tun, dass wir in den letzten Monaten der Situation, in der wir uns alle so befinden, so Pandemie-Geschichten, nochmal bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, dass es genau diese grünen Gürtel auch in Städten gibt. Und wir haben gleichzeitig ein totales Umweltproblem irgendwie in dem Land, in dem wir uns da sandkastenartig befinden. Wir haben Schwierigkeiten mit Luftverschmutzung, wir haben Atemwegserkrankungen. Und da würde ich lieber mir das Baurecht nochmal anschauen, überlegen, inwieweit sich beispielsweise auch unsere Commuting-Initiativen auswirken oder Homeoffice, inwieweit sich das vielleicht sogar auf die Immobilien auswirkt. Okay. Also für mich ist es nicht unbedingt der Weg zu sagen, wir packen jetzt, keine Ahnung, Eigenheimsiedlungen in den Grüngürtel rings um Städte. Okay, ja, dann würde ich diese Argumentation finde ich sehr einleuchtend, und da würde ich auch direkt dir folgen und diese Restriktionen aufrechterhalten. Die Umweltschützer finden es gut, die Farmer finden es gut, die Kapitalisten finden es nicht gut. Tja, und wir haben Neuigkeiten in den Medien. Für 3 Generationen hat Trude Plensdorf und ihre Familie eine kleine, aber sehr renommierte Essensmanufaktur. Die haben Süßigkeiten gemacht. Das ist, das kennen wir auch schon, diese Nachrichten. Und die Junkfood-Tags tut ihnen weh, aber an der Stelle kann man vielleicht überlegen, dass man weniger zuckerhaltige Süßigkeiten herstellt. Da gibt es nämlich auch durchaus Ersatzstoffe, die auch sehr gut schmecken in Süßigkeiten. Birkenzucker, sage ich da nur. Also Xylit. Immer wieder. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da würde ich die Policy nicht anfassen. Wir haben ein Übergewichtsproblem. Es tut mir sehr leid für die Hersteller von Süßigkeiten. Da können wir nichts machen. Sie werden wahrscheinlich super innovativ und würden ihre Absatzzahlen erhöhen, wenn sie genau mit solchen Zuckerersatzstoffen arbeiten würden oder könnten. Ja. Ja, finde ich auch. So, Edelhack hat gerade gesagt, es muss ja nicht immer nur andere quatschen. Meine Physik kann auch gerne in einen Politikfakt umgewandelt werden. Rumi, ist das okay für dich? Oder nicht? Du kannst auch nö sagen. Jetzt gerade sage ich nö. Das liegt aber daran, dass ich nicht mehr so schnell bin, mir jetzt irgendwie schnell was auf den Mund zu zaubern. Okay. Das aber nicht grundsätzlich. Grundsätzlich finde ich es eine gute Idee. Alles klar. Und ich finde die Formulierung auch schön. Es kann ja nicht sein, dass immer noch ein Weg fällt. Wir haben mehr Probleme hinzubekommen. Ich guck mal gerade. Unsere nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft hat einen Knick nach unten bekommen. Das ist schön. Ah, die Gig-Economy ist da, wo sie war. Die Fettleibigkeit ganz kleines Stück nach unten. Asthma-Epidemie steigt wieder weiter. Das wird mit dem Gridlock zusammenhängen. Hier haben wir Internetkriminalität ist rapide am rapide nicht, aber geht weiter und stetig runter. Die Alkoholmissbrauch flacht ab. Organisierte Kriminalität geht weiter nach unten. Das Zeugenschutzprogramm fängt an zu greifen. Das ist sehr schön.
Und ja, unser Gridlock, der Verkehrsinfarkt, ist krass. Hui. Warum sollten wir nicht übrig bleiben, als uns den Verkehr? Ja, denke ich auch. Also gucken wir mal auf den Transport. Hier gibt es diese Verstopfungsgebühr. Das heißt, dass man in dass man quasi Geld dafür nimmt, sobald Autos in die Städte hineinfahren, um der Verstopfung Herr zu werden. Das ist. Haben wir andere Varianten, wie die Leute dann in die Städte kommen? Nicht wirklich, ne? Wir haben. Ja, wir haben unser Bahnsystem. Aber du meinst, wir sollten das dann kompensieren mit was anderem. Das heißt, wenn wir dafür Geld einnehmen, dass wir dann vielleicht Bus-Subsidies einführen, also Busse unterstützen oder Free-Bus-Passes? Ja, sowas. Also ich meine, wie viele Leute passen in einen Bus und wie viele Autos wären das? Das könnte uns durchaus helfen. Ja, also dann würde ich sagen, also ich würde dann eher die Busse unterstützen. Das hat zwar eine längere Latenz, aber und kostet unter Umständen auch mehr, aber Free Bus Passes, damit kriegen wir nicht zwangsläufig die, die dann betroffen sind von diesen hier. Ja. Von diesen Kosten. Und das wirkt sich direkt auf die Verkehrsverstopfung aus. Ja, also. Ja, das sehe ich jetzt auch nicht wirklich als Einnahmequelle, aber ich würde tatsächlich so ein bisschen an die Schwelle gehen, dass es so gerade im nächsten Sektor ist. Ja. Und wir reduzieren damit um 11%. Das finde ich gut. Das auch sofort. Das finde ich auch toll. Ja. Und Transport, okay, wir haben jetzt nicht mehr genug politisches Kapital für Transport. Was ist hier passiert? Wir kriegen nur noch 16. Umfragewerte. Aha, unsere Minister schmieren ab. Oha, da haben wir jetzt länger nicht drauf geguckt. Transport, Patrioten und religiöse Gruppen. Mhm. Noch 0,5. 0,9. 0,8. Jetzt merkt man, dass wir halt nicht für einzelne Gruppen Politik machen. Ja. Sondern dass halt relativ wild ist. Also wir könnten jetzt überlegen, ob wir die Minister vielleicht noch quasi zum Abendabschluss noch so ein bisschen fördern, indem wir so einzelne Geschichten für einzelne Gruppen machen. Vielleicht hilft uns das. Was hat er denn hier? Religiöse und Patrioten. Puh. Also dadurch, also das sind halt zwei Gruppen, mit denen wir in der Regel nicht wahnsinnig viel zu tun haben, weil Patrioten werden in der Regel dadurch zufriedengestellt, dass wir irgendwie einen Nobelpreis bekommen oder keine Ahnung, wie beliebt sind international. Ja. Und die Religiösen, mit denen haben wir auch wenig zu tun, weil wir relativ strikt eigentlich immer zwischen Kirche und Staat trennen. Insofern kann es auch sein, dass es einfach der falsche Minister für uns ist. Wir könnten ihn auch austauschen. Das könnten wir auch machen. Dann wäre die Frage, ob wir uns gleich das komplette Kabinett vornehmen, jetzt so zur Halbzeit unserer Legislatur. Das stimmt. Wir brauchen fürs Komplette, brauchen wir 10 Kapital, 10. Um es auszutauschen. Wir können einzelne, halt ihn oder ihn. Oh, da brauchen wir 0 Kapital, um ihn zu feuern. Mhm. Weil die beiden würde ich zum Beispiel nicht austauschen. Das gefällt mir. Sie wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber den Transportminister, da würde ich drüber nachdenken, und den Außenminister. Ja. Das wären gerade so meine
Ihn aber auf jeden Fall. Ja, dann würde ich ihn mal feuern. Und da gehen gleich die Werte runter. Also Transport. Sortieren wir mal nach Loyalität. Religious und Capitalist. Religious und Autofahrer. Da würde ich eher schon sie hier nehmen, Julia Keller, weil Liberale und Eltern ist eher auf unserer Schiene. Ein bisschen Erfahrung hat sie auch. Ja, und die Erfahrung wächst ja mit der Zeit. Genau. Sollen wir sie nehmen? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay. Ja, ihn dann auch direkt mal rausschmeißen, kostet auch nichts. Und dann müssen wir gucken, dass sie sich erholen. Also worauf ich hoffe, dass das passiert. Ich auch. Dann austauschen. Ja. Oder? Okay, die haben jetzt alle einen Dings gekriegt. Den würde ich jetzt aber nicht rauswerfen, weil die werden sich alle erholen, hoffe ich einfach. Und gucken wir mal nach Loyalty. Religiöse und Autofahrer. Puh. Die dritte ist gar nicht so schlecht. Oh ja, oh ja. Kerstin Böhm würde ich nehmen, weil Umweltschützer sind wir gut gestellt, Kapitalisten ja, puh, aber... Genau, aber ist nicht religiös und kein Patriot, also das ja. Ist jetzt nicht... Also, haben wir sie eingestellt. Sehr schön. So, sieht das Bild jetzt wieder ein bisschen anders aus und wir haben kein politisches Kapital ausgegeben. Nächste Runde und was für einen Verkehr tun. Also die Busse unterstützen. Unser Defizit sinkt weiter. Unsere Einnahmen gehen nach oben. Unser BIP ist gerade eingebrochen, wahrscheinlich wegen dem Verkehrsstaus. Ja. Ja, also machen wir nächste Runde. Ha. Unser Ludolf Klein, der Public Service Minister, ja, Patrioten und Kapitalisten. Er schlägt vor, Flags on every street corner. Oh, ist teuer. Erhöht die ethnischen... Ich hoffe, er wird sich einfach so erholen. Ich denke auch. Ich müsste euch mal ganz kurz verlassen, weil es hat draußen angefangen zu regnen und meine Fenster sind offen. Alles klar. Ich müsste mal kurz die Fenster schließen. Bis gleich. Ja. Okay, während Romy die Fenster schließt, werde ich mich dann mal gerade der Physik widmen. Das ging jetzt aber schnell. Kleine Bono. Ja. Also die zwei Fenster sind direkt ums Eck. Ja. Edelhack, du hast eine Physikfrage. Ja, dann hau doch einfach mal raus. So, diese Sache würde ich jetzt nicht. Was haben wir? Wir haben hunderte von Gefangenen wurden verurteilt in einer einzigen Sitzung. Damit haben wir die internationalen Standards für eine faire Gerichtsverhandlung verletzt. Haben wir das gemacht? Wurde das in unserem Staat gemacht? Ja, irgendwie, es sind auch keine Auswirkungen. Ich mache davon mal kurz einen Screenshot. So, im Sinne der Rückmeldung, falls wir doch mal noch eine Frage an Cliff haben. Oh ja. Das würde mich wirklich interessieren. Eigenartig. Ja, das stimmt. Okay. Hast du einen Screenshot gemacht? Hab ich und schicke ich dir. Ja, dankeschön. Ja, was die Auswirkungen sind. Wir haben ein positives Effekt. Wir haben private Weltraumindustrie. Der ist angefangen wegen der Erhöhung unseres Geheimdienstes. Die brauchen dann auch anscheinend Satelliten. Das ist positiv für uns. Das heißt, jeder findet das gut, das GDP geht hoch und die Patrioten finden es toll. Das ist ein positives. Und unser Credit Rating wurde wieder nach unten geratet. Wir sind auf BBB.
Ja. Wir könnten jetzt auch wirklich mal diese ganzen Existenzgründerförderungen, Technologieförderungen irgendwie nochmal raushauen, wenn da. So bevor die Weltwirtschaft gänzlich einbricht. Ja. So, wenn wir den Gridlock los sind. Ja. Wäre das, glaube ich, cool. Genau, dann würde ich jetzt, bevor ich Continue drücke, kurz auf das eingehen, was Edelhack gefragt hat. Und ich würde dann sagen, deine Physikfrage ist damit abgegolten. Das ist eine sehr, das ist eine ausgesprochen gute Frage. Er fragt nämlich, warum ist für euch Physiker alles über Helium ein Metall? Das ist nicht ganz richtig. Für den generellen Physiker ist das erstmal nicht ganz einsichtig. Es gibt eine spezifische Gruppe von Physikern, für die alles über Helium ein Metall ist. Das ist so ein geflügelter Spruch, alles über Helium ist Metall. Das gilt besonders für die Astronomen, weil einfach Helium und Wasserstoff so unglaublich dominant sind, wenn man in den Weltraum schaut. Weil woraus besteht unsere Sonne? Zum großen Teil Wasserstoff, dann kommt noch ein bisschen Helium damit bei und die anderen Elemente sind im Prinzip nur in Spuren vorhanden. Und wenn man sich anguckt, wo ist die Masse vereinigt in unserem Sonnensystem, dann ist halt der Löwenanteil entfällt auf die Sonne. Über 90%, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht genau. Und ich glaube, über 90% entfallen auf Wasserstoff, weil Wasserstoff ist auch sehr dominant in den Gasriesen, also Jupiter und Saturn und so weiter und so fort. Und all diese anderen Elemente, es macht keinen Sinn für einen Astronomen noch eine weitere Unterscheidung zu machen, wie Übergangsmetalle, nichtmetallische Gase und sowas, weil es halt so gut wie nie vorkommt. Es ist halt einfach so, die Menge, dass man in der Astronomie gerne davon spricht, dass alles über Helium Metall ist. Ein Festkörper- und Oberflächenphysiker oder Plasmaphysiker würden dir krass widersprechen und würden halt auch sagen, nee, Sauerstoff ist sowas von kein Metall. Genauso wenig wie Stickstoff oder Argon oder Xenon. Sind Edelgase, das ist Brom, Jod, das sind Fluor, Chlor, das sind alles Dinge, die keine Metalle sind. Wenn man sich mit Festkörper- und Oberflächenphysik beschäftigt, wenn man in die Biologie geht, also in die Biophysik oder mit Oberflächen, also Oberflächen- und Festkörperphysik ist ein riesiges Feld. Das zerfällt nochmal in 40, 50 Untersachen. Also die würden niemals sowas sagen. Aber tatsächlich ist für die Astronomie diese Einteilung, alles darüber sind Metalle, weil die Dynamiken wahnsinnig wichtig sind, dabei Helium und Wasserstoff zu betrachten. Das ist das Wichtigste, wenn es in der Astronomie geht. Und deswegen wird von denen Scherze, oder ich sage jetzt denen, aber deswegen wird gerade in dem Bereich gerne davon gesprochen, dass alles weitere darüber Metalle sind. Weil man könnte auch sagen, der Rest, weil es tatsächlich nur der Rest ist, weil größtenteils Spuren vorkommen. Diese Spuren sind halt tatsächlich in vielen Fällen manchmal sehr, sehr wichtig. Besonders wenn man dann in die Kernphysik geht und sich über Fusionsenergie und so weiter und so fort unterscheidet. Aber da muss man echt differenzieren. Physiker ist nicht gleich Physiker. Also ich kann auch so eine kurze Anekdote, ist halt so, ich bin in die Laserphysik und Laserspektroskopie gegangen. Wir haben viel Biophysik gemacht und meine Kollegen, die in die theoretische Physik gegangen sind, haben mich abfällig als Molekülschubser bezeichnet. Ne? Und die sind halt die Bleistiftanspitzer gewesen, weil die haben halt nur Sachen theoretisch auf Papier ausgerechnet. Da war da ist ein großer Unterschied, obwohl man sagt, Physik ist ja nur eine Fachrichtung, aber da gibt es halt wahnsinnig viele Unterschiede. Und gerade diese Sache mit dem nur Metall, das, was du gefragt hast, ist tatsächlich eine Sache, die eher, wenn man Kosmologie oder Astronomie und sowas betreibt,
tatsächlich ein Fakt ist. Und dann würde ich jetzt mal Physik als abgeschlossen. Und der Amateurfunker hat auch noch mal eine Physik offen. Da werde ich mich auch gleich drum kümmern. Wir machen jetzt erstmal nächste Runde. Ich habe das nicht vergessen. Ich habe ja hier eine Erinnerungsliste. Oh ja. Cyberbullying. Okay, das ist schon mal schön, dass wir noch ein gutes Stück vom Star Trigger entfernt sind. Aber interessant ist, dass hier Internet-Speed mit reingeht. Gucken wir mal, wo wir da sind. Auf einem mittleren Level für Deutschland würde ich sagen, ist es ein bisschen übertrieben. Aber es wird besser. Ja, okay, aber das ist, okay, wir haben die Anti-Cyberbullying-Campaign, könnten wir losstarten mit, um direkt was dagegen zu machen. Die war, glaube ich, nicht so krass. Aber wir wollten jetzt erstmal Busse unterstützen, dafür eine Subvention raushauen. Ja. Ne? Dann machen wir das doch mal. Tja, wie viel geben wir dafür aus? Ich würde gar nicht so wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben. Nee, ich würde es auch tatsächlich runtersetzen auf 1,3. Ja, ich würde sogar noch ein Stück. Noch eine ganz so 1,1 oder so. Okay, 1,1. Finde ich gut. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.